Guten Abend. Grüß dich. Kannst du mich gut hören? Kannst du mich gut sehen? Hör dich, ich hoffe, du mich auch. Jawohl. Wie geht's dir, mein Lieber? Selber? Auch gut, auch gut. Alles gut. Danke, dass du endlich die Zeit gefunden hast. War Katastrophe die letzten Wochen, ich sag's dir. Kein Problem, kein Problem. Du bist arbeitstüchtiger Mann. Das bedeutet, die Zeit ist rar. Hast Kinder. Allem mit Kindern, alles mit Training und so weiter, weißt du, und Essen und ja. Aber macht's dir Spaß? Ja, das war jetzt bloß die letzten 2, 3 Wochen, aber ich denke, das war wegen dem Opa. Mein Beileid nochmal persönlich. Ja, danke. Das war wirklich so, da musste ich mich teilweise dazu zwingen, ins Training zu gehen. Aber andererseits, wenn ich dann raus bin, war ich froh drum, dass ich überhaupt im Training war. Verstehst du, was ich meine, oder? Ja, das ist so ein befreiendes Gefühl. Ja, genau. Das ist so, da fällt dir einfach, wie soll ich sagen, du bist einfach ausgelastet dann und ja, ich glaube, das brauche ich dir nicht erklären. Mit der Zeit kannst du auch nicht mehr ohne. Das ist vollkommen normal. Da fehlt dir dann irgendwas. Genau, so ist das. Hast du jemals, hast du jemals geglaubt, dass du an den Punkt kommst, wo du jetzt bist? Das wäre schwierig gewesen, glaube ich, ohne dich. Danke, aber ist für dich ein neues Lebensgefühl, denke ich mal, ne? Wie ich schon mal geschrieben habe, also das hat auch also psychisch brutal, also wirklich, das ist von 0 auf 100, auch das Selbstbewusstsein. Ja, das muss man, ich glaube, das muss man gemacht haben, weil das kann man nicht erklären. Also, und vor allem in dieser kurzen Zeit, eigentlich, weil wie viele Wochen waren das jetzt? 10 Wochen. 10 Wochen und jetzt pass auf, gestartet mit, ich glaube, 86 auf 73, 5 oder was das war. Also, das ist irre. Und ich hätte es halt nicht geglaubt, so wenig Kalorien also zum Schluss auch dann, weil wir sind ja immer tiefer gegangen quasi und erhöht, dass das vom Hungergefühl her einfach, also ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Was heißt schlimmer? Es war ja nicht schlimm. Ich denke, dass es auch damit zu tun hat, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ja? Ja. Und wenn du dich daran gewöhnst zu essen und vor allem in der Früh wenig, dass du dann quasi Mittag oder abends nach dem Training mehr essen darfst, freust du dich natürlich dann umso mehr, wenn dann Mittag ist oder nach dem Training, dass du dann halt eben essen darfst. Ja. Wo du dann Ja. mit der Kalorienerhöhung dachte ich mir, boah, geil. Also das und vor allem im Training auch, ich habe dir ja die Bilder geschickt, dann wie es dir raushaut und der Pump danach dann. Da denkst du schmeißt dir irgendwas ein. Also das ist ja Wahnsinn. Also das ist schon. Also ich hätte nie gedacht, dass ich erstens so schnell. Für mich war das schnell, ist schnell. Jeder hat mich angesprochen. Teilweise die Leute auch gesagt: Ey Tom, das ist ungesund, was du da machst. Und sage ich: Lass mich mal. Lass mich. Wir unterhalten uns in 3, 4 Monaten. Dann schaust du mich noch mal an. Das ist meine Antwort. Richtig gemacht. Kannst du dich noch erinnern an dein Gespräch mit der Nachbarin? Ja, genau. Zum Beispiel. Was hat sie dann nochmal gesagt? Sie hat dann, ja gut, es kam mal halt jetzt natürlich der Sterbefall dazwischen, da habe ich wahrscheinlich wirklich schlecht ausgeschaut. Das kam dann mit noch dazu. Das war eben diese Woche, wo wir die Kalorien erhöht haben und dann nochmal vom Gewicht runtergefallen bin. Aber Stress und alles frisst ja mit dann oder hat mit. Richtig. Und deswegen ist der Plan nicht so aufgegangen, wie es eventuell gedacht war, aber das kannst ja du nicht wissen, wie viel Kohlenhydrate jetzt mein Stress hier mitgefressen hat, ne? Das ist klar. Aber jetzt. Schätzen auch viele, was Stress für ein immenser Killer ist. Ein Killer, was alles anbelangt, dein Blutzucker, deine Müdigkeit, Performance. Ja. Ich hab das auch gemerkt, wie gesagt, auch im Training, es ging, weil ich versuche mich immer im Training wirklich von Woche zu Woche entweder
halt mit den Wiederholungen zu steigern oder halt vom Gewicht her. Und da ging wirklich null. Wirklich gar nichts ging da. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das Schlimme ist auch, wenn man sich da noch zusätzlichen Druck macht. Ich habe dann geschaut, dass ich immer das Gewicht bewege oder wenigstens die Wiederholungen vom letzten Training. Ja. Hat auch so gut funktioniert. Und dann, wo ich das Ganze wieder verarbeitet habe, ging es eigentlich wieder bergauf und auch mit dem Gewicht jetzt. Ja. Ist halt mal im Leben so, dass es nicht nur bergauf geht, gibt es auch mal Tiefen. Aber danach geht es wieder. Oder wieder. Geht er jetzt wieder gut bergauf, sage ich mal. Du hast gesehen, wie krass du dich entwickelt hast. Überleg mal, du isst jetzt knapp. Ich habe jetzt 700 Kalorien mehr als am Anfang. Du schaust brutal aus, hast ein Sixpack. Hinten dieses Hüftgold, diese Schwimmringe sind weg. Und überleg mal, wie viel du isst. Kein Hungergefühl, Performance, Leistung im Training. Also Hungergefühl ist natürlich immer, ich könnte noch viel mehr essen. Also, aber jetzt, man hat halt einfach gemerkt, da habe ich auch letztes Mal mit dem Kumpel gesprochen, wenn du dich dran gewöhnst, dich an das zu halten, was jetzt du sagst, und auch dann durch die Kalorienerhöhung, man muss eigentlich gar nicht mehr essen. Ja? Also das funktioniert so sehr gut. Jay, du bist irgendwie weg. Hallo? Jetzt bin ich wieder da. Sorry, anscheinend hat die Verbindung kurz gehackt. Ja, alles gut. Also wie gesagt, man muss nicht mehr essen, ja? Wenn man das kontrolliert macht, finde ich fühle mich auch dabei besser. Viele Leute, ich habe mich schon mit mehreren unterhalten, die sagen, oh, da hätte ich gar keinen Bock, die Kalorien zu zählen und das alles abzuwiegen und so. Da sage ich, ja. Erstens, du bist, was du isst. Zweitens, wenn es so einfach wäre, wird jeder so ausschauen, jeder diese Ziele erreichen. Und von daher gibt ja auch wiederum diesen Spruch, ohne Fleiß kein Preis. Ich finde es auch gut, dass nicht jeder an diese Ziele kommt, weil wie gesagt, sonst wird ja jeder so ausschauen, ne? Das ist halt einfach so. Richtig, richtig. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es dieses Business gar nicht. Dann wird kein Mensch mehr jemanden brauchen, der einen anleitet. Na, dann wäre jeder Profi. Genau so ist es. Das habe ich damit gemeint, mehr oder weniger. Bloß du hast es halt jetzt besser. Was ich noch sagen wollte, ist der Punkt. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Fällt mir vielleicht später nochmal ein. Nee, gerade nicht. Gerade fällt es mir nicht ein. Fällt dir vielleicht im Redeflow wieder ein? Genau, also ja, unterm Strich, wie gesagt, also ohne dich, vor allem, wie soll ich das sagen, was eigentlich möglich ist, wenn man will. Das ist immer das, der Wille zählt. Das ist der Punkt. Du Und bringst den Willen mit. Du bringst den Willen hundertprozentig mit. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, du hast nie gejammert. Du hast nie gezweifelt. Du hast einfach gemacht. Und jetzt sieh mal an, wenn man wirklich gewillt ist, eine Sache zu erreichen, du bist mit einem Ziel gekommen. Viele kommen mit einem Ziel, das nicht klar definiert ist. Und sie halten sich nicht daran fest. Du hast von vornherein gezeigt, hey, ich habe ein Ziel. Ich weiß, ich brauche dich, damit ich dieses Ziel erreiche. Sag mir, was ich zu tun habe und ich mache. Du hast von vornherein gemacht. wo ich den Faden verloren habe, weil du jetzt gerade gesagt hast, sag mir, was ich zu tun habe. Das ist der eine Punkt ist dieser. Du sagst, was zu tun ist. Du gibst erstens, was ich auch brutal gut finde, ist die Blutanalyse, weil ich glaube, das brauche ich nicht sagen. Das weiß eigentlich jeder Mensch. Wenn du zum Hausarzt gehst und der dir das Blut nimmt und du sagst, du willst ein großes Blutbild, das ist ein Scheiß und kein großes Blutbild. Das tut mir leid, aber Ist so. das mit dem Blutbild, ich habe mich auch schwach gefühlt und alles. Und das war einfach so, dass mir Vitamine abgegangen sind, ja. Und da geht es ja auch schon los. Stimmt das nicht? Bekommt das Auto nicht den richtigen Sprit, läuft es auch nicht richtig. Das ist eigentlich Richtig. der Vergleich. Also muss man erstmal schauen, was ist mit dem Blut? Was stimmt mit deinem Körper nicht? Wo fehlt hier was? Wo habe ich Defizite, was Vitamine angeht?
Und dann eben das mit der Ernährung. Du sagst, was zu essen ist, wie viel und Trainingspläne. Das Ganze nützt mir aber nichts, wenn ich nicht dahinter bin und arbeite damit. Ja? Also da gehört auch halt das dazu, das Ganze umsetzen zu wollen können. Aber hast du schon gemerkt, dass du den richtigen Ablauf in der richtigen Reihenfolge gesagt hast? Weil jetzt stell dir mal vor, du kommst, bist energielos und willst abnehmen. Das sind theoretisch zwei separate Ziele. Genau. Und Wenn ich mich nicht um dein Energielevel kümmere, indem ich eine richtige Analyse mache und nicht Analyse im Sinne von, nimm mal großes Blutbild und wir gucken mal, welche Referenzbereiche du triffst. Weil ich habe schon oft gesagt, Referenzbereich ist immer nur so von Labor zu Labor unterschiedlich und immer der Schnitt der Leidenden und nicht von der fitten, vitalen Gesellschaft. Wenn wir das nicht richtig analysieren am Anfang, wirst du keine Energie haben, um im späteren Verlauf die Ernährung und das Training umzusetzen, weil dir Energie fehlt. Das heißt, wir bringen erstmal Energie hoch und dann wird alles andere mit mehr Elan, mehr Energie vonstatten gehen. Also du hast es schon in der richtigen Reihenfolge genannt. ja, weil vor allem, wie willst du eine Diät starten, wenn dein Blut nicht passt, wenn deine Vitamine nicht passen? Ich meine, eine Diät, also das, wo wir zum Beispiel bei mir gemacht haben, das muss man auch klar sagen, das ist nicht ohne, wenn du da nicht dahinter bist. Ja? Ich meine, jeden Tag Cardio, da muss schon Motivation da sein, ja, weil erzählt es mal jemand. Das Problem ist, ich sitze ja den ganzen Tag im Büro und verbrenne ja dadurch keine Kalorien. Ja. Andere Leute, die überhaupt auf der Baustelle sind und so weiter, die müssen wahrscheinlich kein Cardio machen. Das ist denen ihr Vorteil, aber es hat alles im Leben hat einfach seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt, das ist für manche ist es unvorstellbar, dass die sagen, ey, ich mache jetzt mal am Tag 30 Minuten Cardio. Und es sind 30 Minuten von 24 Stunden. Jetzt gehen. Wollte ich sagen, und es sind 30 Minuten von 24 Stunden. Rein theoretisch könnte man das Ganze auch auf drei teilen oder auf 2x15 Minuten zum Beispiel. Das kann sich jeder mehr oder weniger individuell gestalten. Richtig. Oder er sagt, er macht am Tag eine Stunde und am nächsten Tag macht er gar nichts. Es kommt unterm Strich nach 7 Tagen mehr oder weniger auf eine Woche gesehen, kommt das Gleiche, weil der Körper weiß jetzt nicht, ist heute Montag, Dienstag, Mittwoch oder ja. Also ich glaube auch, dass viele sich da zu sehr auch reinsteigern, wenn sie dran denken, boah, ich würde auch gerne. Aber schau mal, wenn dir so eine Frage aufkommt, du hast ja direkt jemanden gehabt, den du fragen kannst. Richtig. Ganz viele sind sich zu schade, Geld für ihre Gesundheit zu investieren, so wie nicht jeder repariert sein Auto selber. Du gehst zum Experten, logischerweise, und gibst ihm Geld dafür, dass er dein Auto auf Vordermann bringt, damit du nicht auf der Straße plötzlich deine Reifen vor dir rollen siehst und du denkst dir so, Kacke, nur weil ich es selber gemacht habe oder dass plötzlich dein Motor anfängt zu rauchen. Und so ist es auch im Gesundheitsbereich. Viele vertrauen immer nur den Ärzten, zahlen ihre Krankenkassenbeiträge, aber kriegen keine richtige Beratung. Du hast jetzt jemanden, den du immer fragen kannst. Du hast jemanden, dem du so eine Frage stellen kannst, der dir eine kompetente, sichere, richtige Antwort gibt. Und viele haben das nicht, weil sie sagen, oh nee, warum soll ich einen Coach bezahlen? Und die stehen dann jedes Jahr immer wieder 5, 6, 7, 10 Jahre am Stück auf derselben Stelle. Es tut sich nichts, nichts für ihre Gesundheit. Nichts für ihr Aussehen, nichts für ihr Selbstbewusstsein, wie du gesagt hast, immer wieder auf derselben Stelle. Und ich sage dann immer, ja, ihr findet das Geld zu viel, okay, aber überleg mal, wie viel Geld du ausgibst für Essen, für Studiomitgliedschaft, dafür, dass du am Ende von 5 Jahren 25.000 Euro ausgegeben hast, ohne Resultat. Ja, das ist der Punkt. Und wenn ich mir überlege, das, was ich oder was man hier monatlich bezahlt, das investieren halt andere auch in den Körper, am Wochenende in Flüssigkeit, Alkohol. Ja. Eben. Also ich kann das Geld kann ich am Wochenende innerhalb von ja, 4 bis 5, 6 Stunden verbrennen. Ja. Dann bitte, also ich sehe es halt so, dann geht es mir am nächsten Tag auch noch schlecht, ja. Also, Ja, genau. und halt noch dazu. Ja, ich habe das natürlich auch hinter mir, ja. Also, wo ich noch jünger war, natürlich feiern und so weiter. Aber jetzt mittlerweile mit Kindern und alles, ich bin froh, wenn ich dann am Sonntag fit bin, aufstehen kann, dann fahre ich in mein Training.
Sonntag ist immer fix Trainingstag bei mir zum Beispiel. Und ja, es macht halt dann auch Spaß, Essen, Kochen und so weiter. Natürlich kostet das Zeit, aber die Zeit investiere ich in meinen Körper. Ja. Richtig. Also dieses Zeit und dieses Geld investiere ich in meinen Körper. Und wegen dem Thema Arzt nochmal, ich bin von Haus aus so einer Hausarzt. Ja, Hausarzt ist für mich dazu da, wenn ich, also ich lasse mich ja nur krank schreiben, wenn ich wirklich krank bin. Ja. Mal krank gewesen, keine Ahnung, vor 1,5, 2 Jahren, da hatte ich eine Grippe. Sonst gar nicht. Aber sonst, ich habe da auch einen homöopathischen Arzt. Wenn ich irgendwann, wie letztens zum Beispiel, wo ich dir geschrieben habe, da hat es mir einen Wirbel verschoben hier. Da bin ich auch zu ihr gefahren und natürlich kostet der was. Aber Aber die hat du bist der Experte. genau, die kostet was, aber die hat mir geholfen. Ja. Hausärztin, da war ich vorher, dann sagte sie, oh, die eine Übung, weil die ist auch bei uns im Fitnessstudio, die ist verkehrt, sag ich, die Übung, die mache ich nicht verkehrt. Die habe ich vorher auch schon gemacht, also definitiv nicht. Da ist irgendwas anderes. Und ja, sie hat gesagt, ich soll die Übung weglassen und dann wird es schon. Ja, klar. Hat überhaupt gar nichts. Meine homöopathische Ärztin hat gesagt, das hat überhaupt nichts mit dem Training zu tun. Du hast dich einfach, das ist eine blöde Bewegung, die wurde Genau. passiert. Und es kann halt mal passieren. Ja, das ist so mal, Ärzte machen immer nur so Symptombehandlung. Das, was ihnen als erstes mal einfällt, was sie irgendwo mal in einem Medizinbuch, in der Schule oder im Studium gelesen haben, das ist nicht spezialisiert auf dich. Das ist Massenproduktion. Richtig. Fließende Arbeit. Die hat hier geguckt, was ist hier los, und hat es direkt gemerkt und gespürt. Und dadurch hat sie genau gewusst, wie sie jetzt ihre Finger und Hände anwenden muss an diesen Virus. Und dann natürlich hat es erstmal richtig brutal wehgetan. Aber nach 2, 3 Wochen war es wieder gut. Das war jetzt alles an sich mega geiles Feedback, vor allem, dass du so gegen die Ärzte schießt. Gefällt mir sehr gut. Hast du sonst noch zum Abschluss irgendwelches Feedback, was dir vielleicht nicht gefallen hat, was dir fehlt, was du verbessern würdest? An deiner Stelle meinst du? Ja, also in unserer Zusammenarbeit, was du sagen würdest, das würdest du dir noch wünschen oder das fehlt dir oder. Schnelle, jetzt auf die Schnelle fällt mir nichts mehr ein. Wenn irgendwas ist, dann schreibe ich dir. Aber das zeigt auch, da mir jetzt auf die Schnelle nichts einfällt, ich mir auch nicht aufgeschrieben habe, dass eigentlich soweit alles passt. Ne? Denn das freut mich doch. Nein, Also. mir ist ja wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass es immer besser und besser wird. Heute, das habe ich dir jetzt nicht geschrieben, weil wir ja heute e-callen, Gespräch haben. Was ich sehr gut finde, ist, dass, weil ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, da bewege ich mich natürlich mehr als wie, wenn ich in die Arbeit gehe. Das Ja. tut. Hey Tom, ich will von dir jetzt jeden Freitag ein Update und nicht alle 2 Wochen. Ja? Und so auch die Anpassung von Cardio und Kalorien und so weiter. Das finde ich gut. Also das ist wirklich super, habe ich mir gedacht. Weil natürlich in den 2 Wochen hätte ich wahrscheinlich zu viel abgenommen dann auch, obwohl das. Du hättest wieder mehr verbrannt und dann wäre es nach 2 Wochen erst wieder aufgefallen. Und da steuerst du quasi dagegen, indem du vorher schon sagst, hey, ich will wöchentlich ein Update von dir haben und Bilder. Und das finde ich echt cool. Also muss ich sagen, Hut ab. Ich Sehr wäre gut. ja bei dir. Versuche an alles zu denken. Ich wäre ja sonst nicht bei dir, wie gesagt, und ich habe auch gleich gesagt, machen wir mal erst mal ein Jahr und nicht ein halbes Jahr, wo du mir damals geschrieben hast, hey, du hast ja echt brutal Vertrauen. Ja, sonst wäre ich nicht zu dir gekommen. Ich habe mir ja schon länger deinen Dings hier, Insta, Content. genau angeschaut. Und bloß zeitlich war es halt bei mir vorher nicht möglich. Deshalb habe ich erst im Februar, habe ich dir erst geschrieben. Aber schau mal, du bist relativ schnell reingekommen und jetzt hat sich in der Zeit wirklich komplett alles verändert. Also, wenn du den Körper anschaust, denkst du dir, das ist echt ein komplett anderer Körper. Das ist Wahnsinn. Also, puh, das ist schon.
Da ist man schon auch stolz auf sich. Also das ist schon. Und vielleicht kennst du das ja von früher, dass du mal gesagt hast, ja, eigentlich weißt du ja schon, wie es funktioniert. Du machst bestimmt schon einige Sachen richtig. Und dann passiert das. Und dann denkst du dir im Nachhinein, was habe ich da damals nur gemacht? Genau, so ist es. Also da denkst du dir, oh ja, das habe ich richtig gemacht, aber ne. Das ist hier, da müsste man ja, keine Ahnung, so viel studieren und lernen und was weiß ich, bis man das Wissen hat, was du hier einem weitergibst, das ist eine komplette Wissenschaft für sich. Ist es auch, es geht ja um den Körper, es geht um deine Verdauung, es geht um deinen Stoffwechsel, um dein Blutbild. Nicht nur, das muss ich klar betonen, hier geht es nicht nur um Fett reduzieren, abnehmen, Muskelaufbau, sondern hier geht es halt, wie auch schon gesagt, das war mir auch wichtig, Blutbildanalyse. Was fehlt mir? Bei mir ging es wirklich vorher teilweise beschissen, muss ich sagen. Und ich habe gewusst, mir fehlen irgendwelche Vitamine. Und da hast mir du einfach geholfen. Erstmal den Körper auf Vordermann zu bringen, dass die Vitamine da sind. Das waren auch, wo ich mir dachte, boah, so viel Magnesium und Vitamin D3. Das war ja am Anfang, ich glaube, das hast du jetzt eh reduziert, da habe ich vergessen, dich zu fragen. Wir sind ja jetzt aber nur bei D3 auf 5000 runter, gell? Richtig. Habe ich so richtig gesehen. Genau. Und da dachte ich mir, boah, 10.000 Einheiten am Tag, das ist ja Wahnsinn. Aber es hat deinem Körper gefehlt. Das hat ihm definitiv gefehlt. Und das merkst du auch in der Psyche. Das merkst du auch, wie bist du drauf? Diese Müdigkeit. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Früh, ich bin ja, bevor ich zu dir gekommen bin, ungelogen, ich konnte nicht aus dem Bett steigen. Ich bin zwischen 8:30 und 9 in die Arbeit gefahren. Da habe ich mich teilweise schon geschämt, weil ich so spät in die Arbeit komme. Jetzt stehe ich zwischen 5:30, 6 auf und wache auch teilweise nach meinen Stunden Schlaf, 7, 8 Stunden Schlaf. Da ist jeder anders, aber sollte der Körper sowieso 8 Stunden plus minus sollte der Körper haben, weil du musst ja dein Training regenerieren und so weiter. Und du baust ja auch im Schlaf Fett ab, das wo viele auch nicht wissen. Das habe ich vorher schon gewusst, aber ich betone es hier trotzdem nochmal. Viele denken, du baust dir nur Fett ab, wenn du Sport machst. Das Ding ist, der Körper braucht auch seine Ruhephasen, damit er sich erholen kann, um wieder Energie zu tanken für die nächste Einheit, ja. Das ist eben der Punkt. Richtig. Das, Deswegen. die ganzen Sachen, die ganzen Säulen, das vergessen die meisten. Aber es braucht halt jemand, der einem das richtig klar macht und dir quasi den Plan dazu gibt, wo du alles wie reinbringst. Und bam, plötzlich funktioniert es. Deswegen am Anfang glaubt jeder, ich mache alles richtig und ich weiß doch, wie es funktioniert. Dann sage ich immer, wenn du weißt, wie es funktioniert, warum bist du dann nicht da, wo du sein willst? Ja, aber. Und du hast genau das Gegenteil gemacht. Du hast nie gesagt, ja, ich weiß es besser, sondern du hast gesagt, ich brauche Hilfe, ich lasse mir helfen. Bumm, plötzlich funktioniert es. Und dann mit der Hilfe kannst du das Ganze schon, also sowas bei mir, was muss ich jetzt als nächstes tun, was muss ich machen, das Ganze kannst du aus dem Kopf löschen, weil ich immer im Hinterkopf habe, wieso soll ich mich darum kümmern, wenn ich einen Jay habe? Er sagt mir, Ja. du gibst mir einen Plan, das ist das Gleiche wie, weiß ich nicht. Wenn jemand auf der Baustelle arbeitet, er bekommt einen Plan, er braucht sich nicht darum kümmern. Oh, wie muss ich mir jetzt den Plan schreiben? Oder den Plan zeichnen für dieses Haus, das wo ich hier bauen muss. Jeder Selbstständige hat einen Steuerberater. Er muss es nur ausführen. Richtig. Und bei Fragen, wenn er Fragen hat zum Plan, ja, dann geht er halt zum Meister. Das bist in dem Fall du. Und das ist also. Das ist, da fällt dann schon einem mal eine Last weg, finde ich, weil du dir die ganzen Pläne schon mal nicht machen musst. Was darf ich essen? Wie viel? Wie bekomme ich alles von dir? Ich brauche mich nur. Du musst die ganzen Infos zusammensuchen. Ja, und deswegen habe ich dich, du gibst mir die Infos. Wie viel? Was? Wie viel Training? Das ist ja das nächste. Training. Die Intensität. Wie viel Wiederholungen? Wie viel Gewicht bewegen? Und. Also, ne. Ich führe das lieber aus. Brauche ich mich auf das andere nicht mehr konzentrieren. Wenn ich Fragen habe, schreibe ich dir, was ich auch betonen muss. Egal, wann man dir schreibt. Natürlich in der Nacht, jeder muss mal schlafen. Ne? Aber was ich schon gelesen habe, wie viele Leute hier warten auf eine Antwort.
vom Coach 2, 3, 4 Tage, denke ich mir, ja, wo bei dir kommt, keine Ahnung, innerhalb von ein paar Stunden, sogar Minuten, habe ich von dir eine Antwort bekommen. Also das ist, da muss man dich loben. Dankeschön, freut Also, mich sehr. super Job. Nochmal, ich wäre sonst nicht zu dir gekommen. Ja. Und das Ganze, wie ich mir vorgestellt habe, hat sich bestätigt. Genau, Ziel ist es jetzt. Wir haben abgenommen, ich habe abgenommen, du hast mir dabei geholfen. Da muss ich echt riesen Danke aussprechen, weil Dir für dein Vertrauen. ich hätte selbst in der Zeit hätte nicht geschafft und vor allem die Kunst ist es immer beim Abnehmen, so viele Muskeln wie möglich zu schützen, beziehungsweise, dass man diese nicht verliert. Ja. Das ist eben der Punkt. Und was auch brutal war, ich habe während der Diät bis zum Schluss Gewicht steigern können im Training. Das ist Wahnsinn. Also Da, wo alle immer sagen, sie werden schwächer, weil sie richtig. weniger essen. Und viele immer sagen, ja, das ist normal, weil du machst die Diät, dein Körper braucht die Energie jetzt, weil er abnimmt und es kostet ihn so viel Energie, deswegen hast du nicht mehr so viel Kraft im Training. Ja, Ja. das ist kompletter Schwachsinn. Jay hat es bewiesen. Bei mir war es komplett andersrum. Ich hab 13 Kilo abgenommen und habe mehr Gewicht bewegt wie mit 86 Kilo damals, wo ich angefangen habe. Du hast meine neue Methode implementiert. Du hast quasi den J-Effekt kreiert. Du warst der Erste, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der J-Effekt. Genau, also das hat mich selber, ich spinne, da habe ich dir mal geschrieben, ich musste, ich glaube, das war Bankdrücken oder sowas, ich musste pro Seite 5 Kilo auflegen, weil ich dachte mir, hä, habe ich letztes Mal verkehrt aufgeschrieben? Ich track das ja, das Gewicht track ich ja in der App mit, weil ich im letzten Training bewegt habe. Dann denke ich mir, habe ich da was falsch aufgeschrieben? Dann habe ich Training vorher nochmal geschaut, das vorletzte Training. Also das war halt tatsächlich, da dachte ich mir, das kann jetzt nicht wahr sein. In der Diät so viel Gewichtssteigerung auf einen Schlag, unmöglich. Aber siehe da, das war tatsächlich so. Na, da siehst du mal, was für alles für positive Effekte gebracht hat. Jetzt ist es, jetzt muss man einfach Muskeln draufpacken und dann schaut es in 2, 3, 4 Monaten wieder komplett anders aus. Da bin ich So dann ist es. Von dafür. Monat zu Monat sieht es schon anders aus. In der Diät hast du halt wirklich Woche zu Woche gesehen. Also, puh. Vor allem zum Schluss. Zum Schluss war die alle 2 Wochen der Unterschied, der war wirklich Wahnsinn. Jetzt auch jetzt, ich bin mega zufrieden, also kannst du dir gar nicht vorstellen. Mein Lieber, wir müssen langsam zu einem Ende kommen, aber ich danke dir vielmals für dieses Feedback. Das bedeutet, kannst du dir gar nicht vorstellen, es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, weil, wie gesagt, ich sehe die optische Veränderung, ich sehe die psychische Veränderung, ich sehe deine Einstellung und so weiter, aber das jetzt nochmal zu hören, war mir wichtig. Ich warte seit Wochen darauf, aber das freut mich sehr, dass du so viele lobende Worte hast. Das freut mich sehr, sehr, sehr und was soll ich noch sagen? Dankeschön dafür. Danke für dein Vertrauen. Danke für dieses geile Feedback-Gespräch. Hast du sonst noch Fragen, sonst noch Wünsche? Ich habe aktuell keine Fragen. Wenn was ist, schreibe ich dir. Wie immer. Genau. Und sonst auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Wir machen weiter so. Freitag hören wir uns wieder. Genau. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir oder euch auch. Deinen Kleinen eine gute Nacht und dir natürlich auch. Gibt schon, ich habe den hier neben mir, Kamera, Babyphone, weißt. Der Papa in dir hat schon alles vorbereitet. Sehr Genau. cool. Also, dann schönen Abend. Wir hören uns. Wir hören uns, mein Lieber. Ciao, ciao, Tom.